Herr Puhlmann, was mich besonders interessiert, das Thema, was wir hier haben, wer regiert die Welt? In Ihrem Vortrag, sehr spannend, viele Dinge, die ich noch nie gehört habe, tatsächlich. Umschiffen Sie aber so ein bisschen das Thema, wer tatsächlich nun die Welt regiert. Müssen wir bei solchen Fragestellungen bei der Antwort vorsichtig sein, um nicht unter die Räder zu gelangen? Nee, wir müssen vorsichtig sein, weil die Antworten wahrscheinlich nicht einfach sind und in verschiedenen Situationen verschiedene Leute da sind. Ja. Also das große Aufgabe ist zu gucken, wer tatsächlich die Strippen zieht, wer in welcher Situation das ist. Und das habe ich halt gelernt durch mein Berufsleben, dass Sie, das können Sie 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche die normalen Medien verfolgen, werden Sie nicht kapieren, was dort los ist. Und das ist zum Teil sehr schwierig. Manchmal kriegt man das im Nachhinein hin, das zu sehen. Und aber auch bei dem Thema, was ich jetzt bearbeitet habe, JFK, sehen Sie, dass ganz unterschiedliche Gruppen, ja, da rein sind. Es ist nicht eine Leitung, eine Führung, die das macht, sondern Sie können sagen, das Attentat wird irgendjemand operativ geplant haben. Ja. Aber die Fragen, wer da hinterher war, habe ich ja versucht auseinanderzuklamüsern. Sie haben ja mehrere. Sie haben die Kubaner auf jeden Fall, Sie haben die CIA, Sie haben das intern das amerikanische Militär, Sie haben die rechten Amerikaner, die die Bürgerrechtsbewegung verhindern wollten, also die Segregation aufrechterhalten wollten. Sie haben Interessen im Bereich, sage ich mal, Kolonialismus. Sie haben die Israelis, die auf keinen Fall wollten, dass Kennedy, also die Regierung jetzt, nicht die Bevölkerung, die davon auch herzlich wenig wusste, die nicht wollten, also Kennedy wollte verhindern, dass Israel zur Nuklearmacht wird. Ja. Das ist ein Faktor, der bisher noch nicht berichtet worden ist, ausgiebig oder überhaupt nicht eigentlich. Ja. Und kann, das es ist sein, kann es sein, dass wir die Menschen gar nicht sehen können, die da tatsächlich im Hintergrund, ich sag mal so, die Strippen ziehen? Das würde ich, ja, aber gucken Sie nicht nur auf Menschen, gucken Sie auf Strukturen, also beides. Für mich elementar die transatlantische Brücke wäre für mich gerade die Medienwelt, die beobachte ich sehr stark und bin auch ein großer Kritiker dieser, ich sage es immer ein bisschen forscht, die Lügengeschichten bzw. die Geschichtenerzähler der Lügner, so nenne ich sie tatsächlich. Weil ich glaube, dass sie schon sehr viel Einfluss darauf haben, wie Menschen denken, wie Menschen handeln und wie Menschen sich letztendlich dann auch verhalten. Ja, also das heißt, eine sinnvolle Variante ist auch zu gucken, wer wirklich sich durchsetzen kann. Wer in der Lage ist, Entscheidungen durchzusetzen und wer in der Lage ist, auch in den Medien zu Wort zu kommen. Die Medien müssten ja eigentlich der Bereich sein, in dem alle zu Wort kommen können oder sich zu Wort vertreten fühlen. Und das haben wir immer weniger. Was ich sehe, ist, dass systematisch an allen Ecken dran gearbeitet wird. Ich habe ja gesagt, ich mache gerade einen Artikel. Den haben Sie auf der einen Seite, geht das über Ratingagenturen von den Werbeagenturen, die gucken, dass niemand auftaucht in einem sogenannten kritischen Umfeld. Also das heißt kritisch in dem Sinne, dass es für die Unternehmens definieren, wenn es konfrontativ ist, wenn Streit da ist, ist das nicht gut für unser Geschäft. Das in Frage stellt, reicht ja schon, ja. Das war zum Beispiel, was Tucker Carlson passiert ist bei Fox. Also da wird gesagt, er mit den Schwierigkeiten, die er da wegen also sozusagen, dass er 780 Millionen Schaden angerichtet hat. Aber tatsächlich ist der entscheidende Faktor gewesen, dass der von der Werbewirtschaft aussortiert worden ist. Also da werden keine Werbung mehr reingegangen sein, obwohl er diese irre Einschaltquoten hat. Dann haben sie die Fact-Checker, die systematisch aufgebaut wurden. Ich habe jetzt gerade eine Anfrage beim Europäischen Kommission gestellt. Die haben sogar eine eigene Pressesprecherin für den Kampf gegen Desinformation. Und die habe ich einfach gefragt, wie viele Organisationen gibt es in der EU? Ich weiß von über 20, die sie aufgebaut haben in den letzten Jahren, die Hälfte ungefähr gegen Russland, die Hälfte wegen Covid, und wollte haben, wie viele haben sie, mit wie viel arbeiten sie zusammen? Und ich habe kriege keine Antwort. Die sind einfach die, ich frage, wie viele Organisationen, und die Antwort ist, danke, ohne Milch und Zucker. So die machen Mauern. Die das. Ja, natürlich. Die Mauern. Weil die wissen, sozusagen, sieht auch nicht gut aus im Moment. Ja. Und dann gibt es als drittes, gibt es diese Ratingagenturen, was sagte, also das heißt Rating im Sinne von, wie seriös ist ein Medium? Und das vierte ist die massiv zunehmende juristische und staatliche Variante, damit umzugehen, was ich gerade gezeigt habe, Varoufakis. Also wenn das stimmt, er hat das ja geschrieben, er wird ja auf diesen Begriff nicht als Grieche, wird er nicht von alleine drauf kommen, dann wird er auf dieselbe Ebene behandelt wie ISIS. Und Yannis Varoufakis ist ein bedeutender Wirtschaftswissenschaftler. Ich lese gerade von ihm Techno-Feudalism, gibt es noch nicht auf Deutsch, ein hervorragendes Buch, was uns erklärt, warum Europa sozusagen wirtschaftlich am Ende ist. Ja?
lasse ich jetzt, gehe ich nicht drauf ein. Aber das sind alles Zustände, wo sie merken, dass die Leute das optimieren können. Und sie können es, und da zu gucken, wer kann das. Das ist immer ein Hinweis darauf, wer tatsächlich regiert. Sie als Filmemacher, wenn ich das mal so platt ausdrücken darf. Journalist vor allen Dingen. Ja, ja. Wie weit sind wir schon im Paradefilm 1984? Wie weit sind wir da schon angekommen? Mindestens, wir sind mittendrin. Eigentlich mittendrin. Wir sind mittendrin. Ja. Also das ist, die Sache ist ja, 1984 ist kein Handbuch, sondern sollte eine Warnung sein. Ja, ja. Wir sind mittendrin. Ich sage, deswegen habe ich ja vorhin gesagt, es ist nicht so, dass wir auf dem Weg in etwas sind. Wir sind in etwas angekommen bereits. Ja. Und das ist nicht gut. Ja. Haben wir Lösungen? Was bleibt uns Menschen letztendlich als Lösung, um vielleicht auch diesen, ich sag mal, globalen Tyrannen, so möchte ich das fast sagen, zu entkommen? Schwierige Angelegenheit. Was ich mache, ist das analoge Zusammentreffen mit Leuten. Also, dass man und dann immer, dass man versucht, mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Der Markus sagte, wir sollen diese von links und rechts, wir sollen mit allen, wir sollen alle miteinander reden. Ja, und dann ist auch die Aufgabe von Demokratie nicht, einen Konsens herzustellen. Das ist nicht richtig. Die Aufgabe ist, dass wir Kompromisse finden. Ja, also dass wir miteinander reden und dass vor allen Dingen, wenn gesagt wird, damit kann man nicht reden oder mit dem darfst du nicht reden, das ist absolut nein, das geht nicht. Ja, jeder kann mit jedem reden. Also wenn Sie einen Neonazi haben, wie wollen Sie denen überzeugen? Mit vorgehaltener Schusswaffe, wie soll das aussehen? Ja. Müssen ja mit Leuten reden. Ja. Und das ist auch die menschlichere Variante von allem. Und das ist eine von den Sachen. Und wir müssten, ich glaube, für mich, das ist aus der Gegend, aus der ich komme, also das heißt die geistige Gegend, wäre das Erste, dass wir versuchen, ein sinnvolles Mediensystem aufzubauen, das in der Lage ist, diesen Streit zivilisiert abzubilden und auch in der Schule zum Beispiel dafür zu sorgen, dass Kinder und Jugendliche, das kann man früh anfangen, auf der einen Seite Theater spielen, damit sie sich reinversetzen in andere. Theater bedeutet, ich muss jemand anders verstehen und nachempfinden können. Und auch so Diskussionen, also Debattierclubs, dass man lernt, sich zu unterhalten. Und bei Debattierclubs, das kenne ich aus England, gibt es dann so, dass man manchmal die Gegenseite absichtlich vertreten muss. Auch eine sehr sinnvolle Sache, damit man die eigenen Grenzen überschreitet. Wenn man gezwungen ist, eine Gegenmeinung zu vertreten, wird sie auf einmal nachvollziehbarer. Es ist das große Thema der Empathie, was, glaube ich, unserer Gesellschaft so sehr abhanden gekommen ist, wie ich den Eindruck manchmal habe. Und das ist eine Aufgabe, die ist tatsächlich, ich habe jetzt gerade mit jemandem hier geredet, ganz wichtig wäre, dass wir die Wirtschaft demokratisieren, dass wir Entscheidungen treffen. Das Wirtschaft ist ein exzellent wichtiger Teil. Ich habe gesagt, wenn wir jetzt hier sitzen und dann gehen wir morgen alle zu Aldi und kaufen uns da unsere Zahnpasta, und dann bei Edeka unsere Lebensmittel. Es wäre sinnvoller, wir würden in der Lage sein, Unternehmen und Betriebe kleine Sachen zu unterstützen. Das wäre zum Beispiel ein struktureller Aufbau, dass man in der Lage ist, zu sagen, mit meinem Geld stimme ich mit ab, was ich will, was es gibt, finde ich. Also Wirtschaft ist ein Thema, was unterbelichtet ist. Ja. Politik von unten nach oben. Also, wenn nicht das, was dann bitte. Ich bin auch kein Parteienfreund mehr. Ich bin eigentlich mehr dafür, parteilose Direktkandidaten in die kommunalen Ebene zu bekommen, sage ich jetzt mal so. Einfach um damit wieder Politik für den Bürger und nicht für das Kapital stattfindet. Wäre die Parteien halte ich für eine Fehlentwicklung. Ja. Also das heißt, da wäre Zufallsverfahren, die Leute per Zufall wie Schöffen reinzuwählen, in einer Kammer wäre eine vernünftigere Lösung. Also an der Stelle, und dass wir uns gemeinsam darüber unterhalten, wie man was anders machen könnte, damit es besser wird. Ja, das geht aber, glaube ich, auch dann nur auf Augenhöhe und respektvoll. Und das passiert ja gar nicht. Genau. Also man hört sie nicht auf Demos, also so auf Demonstrationen, auf größeren Veranstaltungen. Ist das nicht Ihr Ding oder ist Ihnen das zu... Selten. Ich habe jetzt eine Anfrage gehabt für irgendwo in Dresden, für die Friedens-, also für Ostermarsch. Nö, würde ich schon machen. Wenn ich eine Anfrage habe, habe ich eigentlich nie... Ich kann mich nicht erinnern, dass man gesagt hätte, mache ich nicht. Da hatte ich keine Zeit jetzt von Ostern. Aber ich habe es nicht so, dass ich zu wenig zu tun habe. Ja? Also wenn jemand will, wenn das interessant wäre. Aber ich finde, den Diskurs finde ich eigentlich immer interessanter als Reden halten. Ja? Also, ich denke auch. Also das ist das, was bei den Demos mir immer so auffällt. Man baut große Bühnen auf, man macht ein Veranstaltungskonzept etc. pp. Und ich glaube auch... Frauenschau, ne? Ja, genau. Wir entfremden uns eigentlich den Menschen, die wir erreichen wollen. Und das ist ganz wichtig eben, dass man versucht, mit Leuten zu reden, die erreichbar sind, aber nicht das Gleiche denken, wie man selber. Ja. Das ist, darum geht's. Habe ich heute schon mal gehört. Ich glaube auch, dass das ein entscheidender Punkt ist, vielleicht auch mal eine konträre Meinung auszuhalten und vielleicht mal nicht keinen Kompromiss zu finden. Genau. Man kann ja auch mal eine unterschiedliche... Muss man nicht. Wir müssen ja nur für eine Entscheidung müssen wir einen Kompromiss finden. Wir müssen nicht für alles Kompromisse finden. Ja.
Aber wir müssen zivilisiert miteinander umgehen können, egal wie es aussieht. Das ist die große Aufgabe. Ja. Ich habe vorher mit Ihnen noch gar nichts zu tun gehabt, sage ich mal ganz ehrlich. Und es freut mich total, dass ich, Sie bestätigen mich, also auch gedanklich, was mich so beschäftigt. Ja. Und von daher war diese Veranstaltung hier für mich extrem wichtig, weil gerade dieser tiefe Staat, von dem wir eigentlich nichts hören, nichts sehen, nichts sagen dürfen, ist, glaube ich, so ursächlich dafür, für die Misere, in der wir stecken. Das ist tatsächlich, dass wir uns nicht dagegen wehren, dass wir uns das gefallen lassen, ja, dass wir beherrscht werden können. Aber es ist ja genau der Punkt. Ne? Wir werden ja untereinander aufgehetzt. Der ist links, der ist rechts, der ist blau, der hat irgendwas anderes, der hat ein Horn auf dem Kopf, was auch immer. Ne? Also man hetzt uns ja im Prinzip untereinander auf, sodass es ja gar keine Opposition gegen diese Mächte in Anführungsstrichen geben kann. Ja? Also wenn Sie gucken, ich habe jetzt vor kurzem hatte ich gerade ein Interview mit Michael Beiweg gemacht und habe ihm aus dem englischen Geheimdienst GCHQ, es hatte Snowden mitgebracht, wie man Leute öffentlich fertig macht. Dann habe ich ihm das gezeigt. Das ist das, was ihm passiert ist. Ja. Und da ist eine Grafik drin, sozusagen so, also von beiden Seiten geht das zusammen. Wie fügt man etwas zusammen und wie kriegt man etwas auseinander? Und das Auseinander ist, nach den Unterschieden zu suchen und sie konstant zu betonen und zu sagen, du kannst doch nicht mit der anderen Seite reden. Das kriegen wir die ganze Zeit vorgeführt. Ja. Ich habe das bei so einem Bericht gesehen, ein Tavistock-Institut, oder auch MK-Ultra, diese Geschichten, ne, was die CIA eigentlich da für Machenschaften veranstaltet. Aber da will ich auch nicht so in die Tiefe gehen, weil ich glaube, das Eis ist einfach auch zu dünn, sich dort zu bewegen. Und Anklage zu erheben, steht mir eh nicht zu. Ne? Also ich kann nur berichten und ich kann vielleicht versuchen, Brücken zu bauen. Also MK-Ultra wissen wir einiges drüber, aber ja auch nur mehr oder weniger durch Zufall, weil das... Wie das rausgekommen ist, dass die Rechnung bezahlt hatten an Psychiatrien und immer im Bereich $5,000 haben es immer klein gehackt, damit es nicht eine große Rechnung gibt, wo dann die Sachen drauf waren. Und dann ist jemand aufgefallen und gesagt, was haben die denn da immer gemacht? Und warum gehen da ständig $5,000 hin? So sind wir da dran gekommen. Nicht, weil irgendetwas Untersuchungsausschuss war. Das kam da drüber. Es ist oft so, Paul Schreier, Akten rausklagen, ist doch eine Variante, wo man dann dran kommt. Also ohne ihn, ohne diese Aktenfreigabe wäre das, was jetzt gekommen ist, nicht real hinterfüttert, sondern die Ansicht von ein paar Schaublern. Ne? Das Problem ist ja, dass wir trotzdem nicht in die Verantwortung bekommen, diese Menschen, die da maßgeblich Hetze betrieben haben, die Menschen entwürdigt haben tatsächlich. Die kriegen wir irgendwie nicht in die Verantwortung. Kriegen wir nicht gebacken. Und das ist auch übrigens mit den Verfahren, die bei uns eingeführt sind. Untersuchungsausschuss ist vollkommen ungeeignet dafür, weil er keine Konsequenzen hat. Genau. Es müsste so sein, dass die Leute für ihre Aktionen wirklich Strafe zu erwarten haben und die Strafe müsste das Ende der Karriere sein für die, sodass sie wissen, wer sich mit sowas reinbegibt, der muss eben abwägen, ob er meint, er kommt damit durch, dass er das Risiko eingeht, aber wenn es straffrei immer abgeht, ist es ja die Einladung, es weiterzumachen. Okay. Herr Pohlmann, vielen lieben Dank. Gar nicht für. Und ich lausche mal weiter. Okay. Danke schön. Tschüss.